Neuron ist Painkill. Sie gehört wohl zu den mit Abstand speziellsten Charakteren in Overlord. Zum einen ist sie Teil der Five Worst, also den Schlimmsten aus Nazarick sozusagen, und in der Hinsicht nimmt sie den Platz des schlimmsten Berufes ein. Neuron ist es nämlich die Informationsbeauftragte, oder einfach ausgedrückt ein Folterknecht. Ihre Domäne liegt auf der 5. Ebene, in Frozen Prism, auf der unteren Ebene von diesem. Von diesem Bereich ist sie nämlich der Flächenwächter bzw. der Area Guardian. Leider wissen wir aber insgesamt sehr wenig über sie. Zum Beispiel kennen wir nicht einmal ihren Schöpfer. Das einzige, was wir über den wissen, ist, dass er mal Nierensteine gehabt haben soll. Übrigens, wahrscheinlich wurde Neuronist nur erschaffen aus psychologischen Gründen. Der Schöpfer wird wahrscheinlich nicht auf so etwas gestanden haben. Es war entweder als Joke gemeint oder er wollte einfach den Feinden irgendwelche Albträume bereiten. Ich muss aber sagen, ich finde dieses Viech schon interessant. Zum einen hat es halt kein richtiges Geschlecht, aber es identifiziert sich selber als weiblich. Außerdem hat es eine ziemlich hohe Meinung von sich selber. Beispielsweise sieht sie sich selber als hübscher an als Albedo oder Sheltier. Ja, natürlich tut sie das. Grundsätzlich hat sie aber eine sehr klare Persönlichkeit. Sie ist sehr ambitioniert, hat eine sehr hohe Moral und Loyalität vorzuweisen. Wegen ihrem Design schätze ich aber mal, dass sie als eine Art von Domina designt wurde. Und natürlich auch dementsprechend sexuelle Vorlieben hat. By the way, das Viech ist noch Jungfrau und hätte gerne natürlich mit 1. Was denn auch sonst? Können wir uns darauf einigen, dass dieses Viech niemals existiert hat? Der wohl größte charakterliche Eigenpunkt von ihr ist ihre Hingabe zu ihrem Job, das Foltern. Sie lässt sich sehr gerne Zeit, foltert gerne langsam und führt auch meistens innige Gespräche mit ihren Opfern. Meistens möchte sie einfach nur das rohe Leid kosten und so viele Infos wie möglich ernten. Gut, das hätten wir. Die Kleine klingt doch sehr sympathisch, oder? Fragt aber bitte nicht wieso, aber von diesem Monster, nenne ich es jetzt mal, haben wir sogar eine eigene Statcard und von anderen sehr, sehr wichtigen Charakteren eben nicht. Also, Neuron ist Painkill. Ich finde, der Name hat was, ist Level 23. Sie hat 7 Level in ihrer Rassenklasse Brain Eater und den Rest in Jobklassen. Und diese Jobklassen sehen so aus. 2 Level in Bishop, 10 in Doctor, 3 in God Hand plus 1 unbekannten Levelpunkt. Damit ist Neuronist ganz offensichtlich eine Heilerin. Denn ihr müsst wissen, in Yggdrasil gab es zwar sehr viel, beinahe alles, nur eben keine Folterklassen. Und deswegen hat Neuronist einfach diese Klassen abbekommen, mit denen sie ihre Opfer am Leben halten kann und währenddessen fügt sie weiter mit Werkzeugen oder sowas Schaden zu. Entweder das oder ihre kleinen Folterer-Dämonen übernehmen halt diesen Job. Ja, dieses Viech, dieses Teil hat Untergebene, die ihr helfen beim Job. In der neuen Welt ist das Ganze sogar noch spannender oder eigentlich sogar einfacher geworden, da man hier auch reell Schmerzen spürt. Das ist aber nicht das Thema. Als ein Brain Eater bzw. zu Deutsch Gehirnfresser hat auch Neuronist Säurefähigkeiten und eventuell auch spezielle Gedankenkontrollskills. Würde nur Sinn machen, ist aber eben nicht bestätigt. Um ehrlich zu sein, kennen wir keine einzige Fähigkeit, kein Zauber, kein Skill oder sonst etwas von ihr. Wir kennen nur ihre Stat-Werte und ihren Karma-Wert. Letzteres liegt bei minus 425, also sehr böse und auch sehr diabolisch. Und ihre Stats sind allgemein sehr niedrig, weil sie auch generell eher Low-Level ist. Für eine Nazarick-Kreatur ist sie wirklich schwach. Egal, ihre Stats sind voll und ganz auf ihre Special Abilities konzentriert. Das ist so, weil sie sehr viele Punkte in Klassen hat, die eben genau auf die Special Abilities abzielen, wer hat's gedacht? Und wenn wer nicht weiß, was Special Abilities sind, darunter fallen fast alle Sachen, die nicht zu den anderen Stat-Werte zählen. Alles rund um Nekromantie, Heilung, Instant-Death-Zaubern, Schmiedefähigkeiten und so weiter sind Teil der Special Abilities. Und da Neuronist ein Heiler-Folterer ist, macht es natürlich nur Sinn, dass dieser Wert so hoch ist. Auf Platz 2 ihrer Stat-Werte stehen ihre HP, das liegt wahrscheinlich an ihrer Rassenklasse. Und wo wir schon dabei sind, viele fragen sich bestimmt auch, was so ein Brain Eater kann oder was das ist. Bisher kennen wir auch nur 2 Brain Eater-Charaktere, Tabulas Markdiener und Neuronist Painkill. Das Aussehen kann man ja leicht erkennen und große Unterschiede gibt es innerhalb der Rasse eben kaum. Aber jetzt kommt's. Brain Eater pflanzen sich fort, indem sie ihre Zunge als Stachel verwenden, um in das Gehirn des Opfers eben mithilfe von dem Stachel Eier abzulegen. In dem Gehirn des Opfers schlüpft dann das Kind und es frisst sich durch das Gehirn und ernährt sich quasi davon, bis es ausgewachsen ist. Das stellen sie mithilfe eines Sekrets an, welches sie absondern, also es ist eine Art von Säure, könnte man sagen. Durch diese Säure wird der Wirt willenlos und fast schon zombiehaft, also wehrt er sich auch nicht. Am Ende, wenn es ausgewachsen ist, zerstört dann die Säure den Schädel und das Kind kommt frei. Manchmal ist Overlord sehr abgefuckt, muss ich sagen.
Um aber wirklich auf Neuronist wieder zurückzugreifen, sie existiert nur, um Leuten Informationen zu entlocken und um zu foltern, beziehungsweise wenn nötig zu heilen, damit es eben immer weiter und weiter gehen kann. Und noch eine kleine, eher unverschämte Werbung von meiner Seite aus. Ich streame jetzt seit neuestem auf Twitch, also schaut mal vorbei, wenn ihr bei irgendwelchen Overlord-Quizzen mitmachen wollt oder mir einfach Fragen stellen wollt live. Ja, Link in der Beschreibung. Aber wenn ihr euch jetzt noch für die übrigen der Five Worst interessiert oder ihr ganz einfach wissen wollt, was Mare in der Heiligen Bibliothek in Staffel 3 zu tun hatte, dann könnt ihr gerne auf die Videos klicken. Doch damit gesagt, vielen Dank fürs Ansehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.